während alles, was wir wahrnehmen oder alles Gegenständliche, wir könnten es nennen die Existenz. Alles, was existiert. Ein Wort lateinischen Ursprungs. Und wenn wir es genau untersuchen, existieren bedeutet ex, bedeutet schon herausgehen. Ex, herausstehen, existieren. Der lateinische Ursprung des Wortes heißt, das, was herauskommt, heraussteht. Das heißt also, alles Gegenständliche, ob es jetzt etwas Materielles ist oder ein Gedanke, der plötzlich kommt oder eine Emotion, die kommt, etwas, was geschieht, was es auch sei, es existiert. Ich existiere als Körper, aber nicht sehr lange. Und ich bin zeitlos. Da, was tiefer ist als die Existenz. In der deutschen Sprache ist es seltsam, dass Existenz noch eine andere Bedeutung hat. Man spricht von meiner Existenz, man sagt, man meint mein Beruf oder mein Geschäft, das, was mich am Leben erhält. Es kam mal jemand zu mir und sagte, ich habe meine Existenz verloren. Und ich sagte, das ist seltsam, du scheinst aber noch da zu sein. So ist der Mensch identifiziert mit den Formen. Wir kommen also langsam dem Geheimnis näher. Das Geheimnis ist, dass das Jetzt in Wirklichkeit in seiner Tiefe nichts zu tun hat mit dem, was im Jetzt geschieht. Das Jetzt ist tiefer als das, was geschieht. Was geschieht, ist das Gegenständliche in der Zeit, kommt und geht, wird geboren und stirbt. Und nun ist das Wunderbare, dass man die Welt, alles was existiert, wahrnehmen kann als bewusste Stille. Und das ist ganz einfach. In dem Moment, in dem ich hier sitze und wahrnehme den Raum, die Stimme, das Licht, was auch den Raum anfüllt und gleichzeitig spüre das, was diese Wahrnehmung überhaupt ermöglicht, nämlich das Bewusstsein selbst, das tiefere Ich Bin.